Oh, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist 18:15 Uhr. Ich möchte mit euch und 89 anderen Spielern den Zockerpreiskart spielen. Ja, Zockerpreiskart habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Gestern nicht und am Sonntag nicht. Samstag auch nicht. Ich glaube, es kann sein, dass ich den letzten Zockerpreis gerade am Donnerstag gespielt habe. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall werden wir kurz Pause machen, bis die Karten verteilt sind. Bis gleich. Oh, ja, dann machen wir keine Pause. Dann geht's gleich weiter mit Klausi und Felix 54. Felix 54 hat noch nicht aktiviert, aber er ist schon da. 18, ach guck mal hier. Wir haben jetzt, hier steht 18:17 Uhr. Und wenn ich mir meine Uhr angucke, steht da 18:16 Uhr. Ein 70 Sekunden Passe. zeitlicher Verzug, das ist komisch. 18? Okay. Ja. 6 Trümpfe in 20? Ass. Ja. Den 22? reizen wir ein Ja. bisschen. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. 40? Ja. 44? Ja. 45? Ja. 46? Ja. 48? Ja. Passe. Okay. Das heißt, er wollte auch einen Kram spielen. Oder ein nee, das kann ja nicht sein, dass ein Kreuz ohne Zwei, der wollte auch einen Kram spielen. Okay. Tja, dann kann ich ja nur auf eine Art gewinnen. Punkte habe ich gedrückt. Kreuz kann ich jetzt nicht mehr spielen. 13 Augen gedrückt. Was habe ich jetzt gemacht? 7 Augen gedrückt. Grand. Gucken wir uns noch mal kurz die Statistiken an. Okay, er scheint kreuzfrei zu sein. Zwei Buben zu haben. Herzen hat er auf jeden Fall eine Menge gehabt. Mit 60 verloren. Ja. Das war natürlich 18. Pech. Ja, den Kreuz hätte ich natürlich gewonnen. Passe. Weil er kein Kreuz hatte, nur die zwei Buben. 20. Ja. 22. Passe. Herz. Das ist ja lustig.
Ja, das geht nicht gut los. 0:2. Passe. 18. Passe. Ja, bei dem Spiel vorhin natürlich doppelt Pech gehabt. Erstmal den Jungen gefunden zum Überreizen. Karo. Dann ist der Spieler kreuzfrei, der bis 48 gerätzt hat. Ja, jetzt hat er 5 Trümpfe gegen gehabt, gerade bei dem Spiel. Ja, 11 Augen hätten wir mehr gekriegt, wenn ich den gestochen hätte und dann hätte ich auf Kreuz Junge Kreuz Ass laden können. Passe. 18? Ja. 20? Passe. Viel Spieler? 50.000, das ist ja ein Vielspieler. Karo. Fünfzehn, 30. Vierundvierzig, 51. Einundsechzig, 18. Passe. Passe. Kreuz. Achtzehn, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, passe. Tja, minus 250 erstmal als Start ist schon mal nicht schlecht. Herz. Da muss ich also die restliche Liste 1500 spielen, um in die Preise zu kommen. Ja, nichts leichter als das, ne? Oh, das ist nur ein Viertrümpfer. Ja, den Trumpf, das Trumpf wegwerfen war gar nicht so gut.
Kein positives Passe. Spielverhältnis. 1-1. 18? 1-1, 0-2. Ja. 20? Ja. Zweiundzwanzig? Ja. Passe. Herz. So, mein erstes Gewinnspiel, Passe. mein Achtzehn. erstes gutes Passe. Spiel. Grand. Funktioniert mit Schneider. Jetzt bin ich im Plus. 2-2, 1-1, 1-1. So, da habe ich Passe. nichts. 18? Ja. 20? Ja. Passe. Jetzt ist wieder alles relativ ausgeglichen. Grand. 6.13 Schneider. Junge Ass im Skat, wow. Achtzehn? Ja. Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. Passe. Karo. Hand. Ja, ein Bube sollte jetzt nicht im Skat liegen. Das wäre schlecht. Wenn, dann höchstens zwei Buben. 22. Zweiunddreißig, 36. Vierzig, 44. Wo habe ich gewonnen? Passe. 18? Ja. 20? Ja. Passe. Karo. Okay, Pik Junge muss hier stehen, also ohne Dreien oder ohne Vieren das Spiel. Das wird bestimmt nicht einfach. 15. Schuss ist gefunden. 17. 21. 42. 42. Naja, verloren hat er eh schon. Herz Ass, wenn er das nicht reingehauen hätte, sondern sich Pik abgeworfen hätte, hätte er gar keinen. Ach, er hat sowieso Schneider verloren.
Boah, das war wohl nix, was er da gereizt hat. 18, passe. 20, ja. Passe. Genauso wie das nix war. Im Prinzip gar keine Chance. Ja, spielen wir mal das vermeintlich günstigste Peak. Spiel, was wir spielen können bei der Reizung. Ja, Herz wäre natürlich noch günstiger, aber das hat er ja gereizt. Außerdem habe ich da nur vier Trümpfe. Aus dem Schneider bin ich. Ach, die Trümpfe saßen tatsächlich. Ah, nee. Doch, die Trümpfe saßen 1-1. Hätte ich doch nochmal Trumpf spielen sollen. Achtzehn, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja, passe. Grand. Achtzehn, passe. 20, ja, passe. Ja, das sieht nicht gut aus. Beispiel 14, ein fast 0, 92, drei Spiele verloren schon. Kreuz. Pik hätte ich auch ausgespielt. Ui, was ist denn da passiert? Haben wir schon. Wenn der einen Buben hat, haben wir gewonnen. Nee, hat er nicht. Doch, er hat einen Buben, Karo Buben. Da haben wir ja trotzdem gewonnen. 54, 57, 67 natürlich. Ist das eine tote Liste? Oh, Beispiel 15 haben wir 2, 2, 1, 2, 3, 7 verlorene Spiele, Beispiel 14, die Hälfte der Spiele verloren. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. Passe. 24? Ja. Ja, mit ein bisschen 33? Superrisiko hätte ich auch auf 0 Ja. anreizen können, aber 35? Ja. wäre ich auch nicht Passe. rangekommen. Ich kenne den Spieler. Also ich habe mit dem schon mal früher gespielt. Das Foto kommt mir bekannt vor. Grand. So, was hat er denn jetzt? Wahrscheinlich einen Pik gereizt. So wie es aussieht. Er hat ein Kreuz gereizt, keine Ahnung. Warum hat er denn nicht
Kreuz König ausgespielt. Ja, die Reizung hat mich irritiert, ne? Ich habe ja nur deswegen nicht geschnitten. Denn, naja, alles egal. Ob er Kreuz König ausspielt, ob ich Pik 18. Dame zu dritt halte, wir kommen nur raus und der Alleinspieler gewinnt Passe. immer. Passe. Es ist eine lustige Liste. Karo. Vierzehn, 24, vierundzwanzig und 11 sind 35. Das war's. Ja, dann haben wir 50. Achtzehn? Passe, passe. Grand. Einunddreißig. Tja, Pik, wenn ich Pik 10 nicht reinhaue. Naja, beide 10 machen Stich. Darf ich gar keine 10 Passe. reinhauen? Die eine 10, Pik 10 macht sogar zwei Stiche. Herz 10 macht einen Stich. Da hätte ich, weiß ich gar nicht, ein Karo-Bild oder so reinlegen müssen. Aber es wäre natürlich auch schwierig geworden, dann, wenn ich aus Hinterhand komme, nicht auf einen Herzstich zu verzichten oder überhaupt auf einen Stich zu verzichten. Vielleicht, oh, schwierig, 18? ganz schwierig. Ja. So, bei Halbzeit sind Passe. wir jetzt. Ich habe 132 Punkte, bin der Schlechteste. Mit den meisten verlorenen. Wenn ich gestern an die 20:15 Uhr Liste denke, da habe ich 6:0 gespielt Herz. und habe überhaupt nur ein gutes Spiel gehabt. Naja, sagen wir mal anderthalb. Und an beide Spiele bin ich nicht rangekommen, die gut waren. Ein 8-Trümpfer und ein 6-Trümpfer. Ich muss jetzt hier eine 10 anfassen, das hilft ja nichts. Das war ein bisschen komisch jetzt. Nee, jetzt habe ich mit nur, wir haben schon 8 verlorene Spiele. Jetzt habe ich nicht alleine die meisten verloren. 18, passe. Bin20, aber trotzdem ja. noch der Schlechteste. 27, ja. 40, ja. 44, ja. 45, passe.
Null. Auvert. Oh, Ass. Ist ja geil. Ach, gucke mal an. Ich kann ja auch noch als der König. Ah, dann kann ich ja Herz weiterspielen. Herz König ist gedrückt. So. Boah, geil. Aber Passe. hat aber auch schlecht gefunden, ne? Genau das gefunden, was am Passe. Skat lag. 18. Jetzt bin ich nicht mehr der Schlechteste. Klausi hat, steht 4 zu 4. Grand. 3 zu 3, 7 und 2 verlorene. 9 verlorene. Beispiel 18. Die Hälfte. Das hat man auch selten. 50% verlorene. Ne, Beispiel 19 waren es. Beispiel 19. Das war auf jeden Fall jetzt mal wieder eine Klamotte. Krang mit rein. Na, bei dem, der sowieso am besten stand. Achtzehn? Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. So, 33? was Ja. drücken wir Passe. da? Wir haben ein Pik. Deswegen drücken wir Karo Ass mit runter. Grand. Lang Pik und zwei Buben ist natürlich gefährlich. Ne? Vielleicht hätten wir sogar zwei volle drücken müssen. Ah, okay. Dann geht das ja noch. Bei einer 33er Reizung Karo ausspielen ist natürlich auch super. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass er so ausspielt, dann hätte ich Karo Ass natürlich oben lassen können und Kreuz Dame und vielleicht sogar eine Schwarzchance gehabt. Aber zumindest eine Schneiderchance, die ist jetzt eigentlich ausgeschlossen. Beide Buben auf einer Hand und Pik lang. Aber Kreuz Dame wäre schon mal ein Stich gewesen. Ja, sind zu Schneider frei geworden, weil ich so gedrückt habe. Karo Ass und Kreuz Dame zwei Stehkarten weggedrückt. Schreibt da bestimmt 33er Reizung. Ja, Internetverbindung wieder verloren. Das kann ja noch lustig werden. Ich mach mal Pause. So, es ist jetzt weitergegangen, aber jetzt war zweimal Klausi offline, jetzt ist wieder Felix offline. Das ist kompliziert. Ich mach mal wieder Pause. So, war jetzt passe, passe. 18. Sag ich mal 18. Okay.
Sieht nicht gut aus. Grand. Zwanzig gedrückt. Kreuzjunge wird Felix haben. Das war ein heißes Eisen. Wie stehe ich denn jetzt? 18, Oh, jetzt bin passe. ich Tischbester. Passe. Bei Spiel 23. Grand. Herzbube muss bei Klausi stehen. Passe. Passe. 18. Pik. Zehn, 25. Achtundzwanzig. Achtunddreißig, 40. 47. Passe. Kreuz oder Pik? Passe. 18. Oder Grang? Ne, jetzt ist es eindeutig ein Kreuz geworden. Kreuz. Oh, das Ass wird im ersten Stich nicht genommen. Dann müssen vier Trümpfe stehen. Ja. Ist auch so. Das lief ja besser als gedacht. Haut er auf zwei Trumpfstiche von ihm nur insgesamt vier Augen rein. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. Passe. Herz. Ja, vier Trümpfe gegen. Zwei sichere Trumpfstiche. Oh. Ah, das war schon wieder ein Fehler. Trumpf Ass darf nicht auf den ersten rein. Dann hätte er den zweiten von oben ziehen müssen und wir hätten zwei Trumpfstiche mit Ladung bekommen. So, wir sind schon trumpfgleich. Darf Kreuz nicht stechen. Jetzt kann ich ihm die Trümpfe abziehen. Also den Trumpf. Wir haben Rest. Ah, schlecht gefunden hat er. Ja, für mich wäre es der siebte Trumpf gewesen. Der sechste, ne? Karo. Ja, der sechste, nicht der siebte. Ah. 18, passe. 20. Das war das zehnte verlorene, glaube ich, ne? Ja. 22, passe.
wenn ich mich nicht täusche. Herz. Oh, ich bin herzfrei. Okay. Wir machen einen Trumpfstich und einen Kreuzstich. Er denkt, er gewinnt Schneider, aber ist nicht so. Das war ja Quatsch, was er da gemacht hat. Warte mal. Jetzt. Ach so. Nee, der hat doch 7 Trümpfe. Dann hat er doch 4 dagegen. Er hat 10, König. Puh, das war jetzt richtig schlecht gespielt. 10, König, 8 und Karo Bube. Er will jetzt, warte mal, wenn ich den mitnehme, haben wir 14. Wenn ich nachspiele, sind wir auf jeden Fall Schneider. Aber wir hätten die Kreuz 10 gekriegt. Jetzt kommen wir wahrscheinlich nicht mehr raus. Wie kann man so ausspielen? Verstehe ich überhaupt nicht. Dadurch hat er uns doch die Kreuz 10 geraubt. Passe. 18. Passe. Grand. Tja, wenn ich Karo Ass nicht ausspiele, sondern Pik Ass, dann haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. 18, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. Passe. Jetzt sind wir alle wieder fast gleich. 96 Teilnehmer für den Zuckerpreis gehabt. Das ist extrem viel. So, ich habe das Gefühl, wir kriegen wieder ein verlorenes Spiel. Dann wäre es schon das 11. verlorene. Null, Auvers. 7. Nee, ist doch safe. 7, 9.18? Ja. 20? Passe. Passe. Herz. 13 gedrückt. Sechzehn.
Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Passe. Ja, das ist... Ja, hier wird keiner einen Preis machen, ne? Das ist schon sehr gewiss. Also gut, wenn Klausi oder ich die Restspiele machen und gewinnen würden, dann wäre noch eine Möglichkeit für einen Preis. Die Buben stehen wieder mal verteilt. Kreuz Ass war natürlich jetzt super. Oh, vier Jungs. Kreuz mit vieren. 18? Warum finden wir jetzt Passe. Kreuz Ass 10? 20? Ja. Oder Kreuz Ass Karo Ass? 22? Passe. Kreuz König, okay. Ja, Kreuz mit vieren Schneider. Naja, den Gang brauche ich jetzt auch nicht mehr machen. Spiel 32. Kreuz mit 4, Spiel 5, Schneider 6 sind 72. Das macht keinen Sinn, da den Gang zu spielen. Kreuz. Oh, es wären alle Kreuzen auf einer Hand gewesen. Hätte ich verloren den Gang. Richtige Entscheidung. Passe. Passe. 18? Grand. Oh, schon wieder die Buben verteilt. 20. Wieso hat er denn das Herz Ass nicht gespielt? Herz Ass und dafür das Karo Ass gespielt. Mist. Passe. Passe. 18? Nee. Ich spiele den Herz, nicht den Karo. Ist ja teurer. Warum soll ich das... Och, und Lauf gegen 5 Trumpf. Ist das geil. Ach, wie schön.
18? Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 48? Passe. 3. Habe ich gewonnen. Jungs verteilt und Herzkönig nicht zu dritt. Achtzehn. Passe. 20. Ja. Passe. 0. Tja, der wird wohl nicht gewonnen werden. Er war von Hause aus Karo frei. Ja, 888. 11 verlorene Spiele. Ja, okay. Das war's von meiner Seite aus erstmal. Ja, ich mache natürlich noch ein Video von der 18er Rangliste. Also bis dahin, macht's gut und tschüss.